Präsident, werte Festgäste, ich danke vor allem meinem unmittelbaren Vorsprecher, Herrn Landeshauptmann Dr. Burisch von Niederösterreich. Das Land Niederösterreich ist innig mit dem Lande Wien verbunden, nicht nur durch die Nähe, nicht nur durch die Geschichte, nicht nur durch das wirtschaftliche Leben, innig verbunden, wie ich wohl sagen kann, in Sympathien. Ich hoffe aber, dass, wenn das Land Niederösterreich zu uns so schöne Worte des Willkommens gesprochen und uns so viel Erfolg wünscht für diese Festwochen, es zugleich auch der Interpret der Gefühle aller Länder der Republik ist, die ja immer mit der Hauptstadt empfinden, die mit der Hauptstadt verbunden sind, in allem und jedem, die des Landes Wiens so wenig entbehren können, wie wir ihrer entbehren. Ich danke dem, der diesem Fest die Weihe gegeben hat durch seine Anwesenheit. Zu danken der Regierung, dem Herrn Bundeskanzler und der gesamten Regierung, die diese Veranstaltungen immer nach allen Kräften unterstützt. Zu danken allen denen, die mitgewirkt haben und mitwirken werden, den Interpreten der Kunst und den Schöpfern. Vor allem auch zu danken denen, die heute wieder in liebenswürdiger Weise bei unserem Fest mitwirken, unseren verehrten Bürger Dr. Schalk und seinen Mitarbeitern. Es ist dieses Ensemble, das wir vor uns sehen, das ist dieses Orchester, das sich immer neu verjüngt und das sich immer höher entwickelt und das zu der Stadt Wien zum Stolz gerät. Wir danken den Gewerbegenossenschaften, die den Festzug veranstalten und dabei darbieten werden ein Bild unseres Gewerbes und vor allem unseres Kunstgewerbes. Man könnte meinen, diese ganze Fremdenverkehrsaktion und vor allem die Festwochen seien doch nur ein sozusagen Geschirrtribüne betritt. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Eure Exzellenzen, meine Damen und Herren. Es ist das erste Mal, dass ich als Bundespräsident der Republik Österreich Gelegenheit habe, am Beginne der Wiener Festwochen Sie herzlich zu begrüßen und willkommen zu heißen. Sicherlich ist es ein erfreulicher Anlass, der uns heute hier in diesem stilvollen Raume im Arkadenhofe des Wiener Rathauses zusammengeführt hat. Schon seit mehreren Jahren hat Österreich die Fremden, die Gäste zu sich geladen. Und wir können auch heute, Gottlob, eine große Anzahl von Fremden, von lieben Gästen aus aller Welt, aus nah und fern bei uns begrüßen. Bundespräsident der Österreichischen Republik, von Herzen mich an, vor allem aber auch in all dem, was die Besonderheit und die heute in den Fächern mögen, entspreche ich nunmehr gerne der Bitte des Herrn Bürgermeisters und erkläre die Wiener Festwochen für eröffnet. Vielen
Bürgermeister, und wir danken dem Bundespräsidenten für die schönen Worte. Es folgt... Thank you.